Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn. Diesmal mit dem Windteufel-Schamanen und bald auch, eigentlich jetzt schon, Arkanist. Aber wir haben noch keine Punkte. Das nächste Mal, der ist Level 12 und um eins stärker als momentan den Bait, den wir verwenden. Deshalb machen wir ein bisschen mit dem weiter und ich werde den anderen einfach nachholen. Und dann, wenn er stärker ist, natürlich auch ein bisschen zeigen. Aber so komme ich halt nicht so gut weiter und deshalb kann ich nicht so toll zeigen. Wir sind jetzt ein kleines bisschen nördlicher von dem Gebiet, wo wir das letzte Mal waren. Und ja, der Boss hat sich hier rüber getan, wo, also der Milton, glaube ich, heißt er. Und diese Quest mit der Frau. Und den zeige ich dann nochmals mit dem anderen Charakter. Den haben wir nicht gefunden, also er hat sich scheinbar vergrößert und so weiter. Sehr interessant, neu gemacht und eben in einem anderen Haus. Und ich suche jetzt gerade der Gefangene im Käfig, aber das Käfig ist frei. Also ein anderes Käfig an einem anderen Platz. Das verehrt sich so ein bisschen, je nachdem, ja, wie wir die Map generiert bekommen. Ja, und Windhelfen natürlich immer noch mega OP. Einfach langsam. Man muss eigentlich kaum etwas machen. Einfach nur die ab und zu spawnen. Und die machen natürlich so viel Damage. Das ist extremst. Also so viel Damage mache ich sonst eigentlich immer nur viel später im Game. Ja, als Ketten haben wir eigentlich schon bald auch. Ich glaube noch einen. Noch eine Halskette, dann können wir noch mal kurz zurückgehen und die Quest abgeben. Ah ja, ich wollte ja noch die Ding holen. Ah, machen wir kurz hier noch die Quest. Mit dem Gefangenen. Der Gefangene darf natürlich nicht warten. Aber einfach immer noch mega geil, das Game. Motiviert mich sehr, weiterzumachen. Nur habe ich halt einfach wenig Zeit. Also Regnum verbraucht so extrem viel Zeit und ich will natürlich alle Projekte gleich viel machen oder je nachdem, wie ihr es mögt, ein bisschen andere Projekte mehr. Und Regno macht halt jetzt momentan nicht mehr so viel Spaß. Macht schon Spaß, natürlich die Reichsschlachten und so. Aber ich habe das Gefühl, momentan ist einfach zu wenig los. Und das Leveln ist halt echt hartnäckig, sonst, wenn nicht zu viel los ist. Und jetzt schaue ich, dass ich mir Grim Dawn und dann ja, Transport Fever 2 bringen kann. Und die anderen Projekte, ja, muss schauen, Last Epoch macht momentan halt auch nicht gerade so viel Spaß. Weil es auch nicht so gut läuft. Weil ich so ein bisschen Probleme habe mit den Resistenzen dort. Was ich hier auch, ja, ziemlich gut schaue. In Grim Dawn ist natürlich, sind natürlich die Resistenzen auch gut, wichtig. So. Können wir noch ein bisschen lauter machen. Ja, es ist ein bisschen zu laut jetzt. Diese Grillengeräusche. So, haben wir einen Koch, glaube ich. Oh nein, das ist noch nicht der Koch, aber einen, der uns helfen wird. Gut, sonst haben wir hoffentlich nichts vergessen, außer den Schatz zu holen. Ah, der Händler ist das, genau, stimmt. Ja, wir könnten eigentlich jetzt schon ins Edon-Gebiet gehen. Wird vielleicht ein bisschen mehr helfen. Eigentlich alles Schwächere, habe ich schon gecheckt. So, ja, ich bräuchte eine Blitzwaffe bald. Für den Totem auch. Blitztotem.
Also machen wir doch ein bisschen jetzt. Dann noch das Ding. Und zuerst holen wir den Schatz. Genau. Hier habe ich noch ein paar Items gefunden. Der Blutschnitzer, Ruhm des Kriegshäuptlings. Nur zwei Handwaffen für den Necromancers-Soldaten oder die Soldatin. Ja. Bessere Sachen habe ich leider nicht. So, ja. Ich müsste sie suchen gehen. Ja, gut. Ist nicht besser. Ja, Resistenzen brauchen wir im Add-on-Gebiet recht viel, also. Ja, machen wir das später. Hä? Mach das nochmal. Okay, dachte schon, man glitscht durch. Ich bin immer auf der Suche nach solchen Sachen. Ist ja gut gemeint. Ich will das Spiel nicht glitchlos spielen. Sondern ich will ja finden. Viele haben irgendwie ein bisschen ein Problem, wenn das Spiel irgendwie verglitscht ist oder so. Sind so sozial zu den Spielen, dass sie einfach diese Glitches und so nicht sehen wollen. Aber ich bin ja einer, der eigentlich relativ gut meint mit den Sachen. Und den Glitch zeigen und so. Ich will ja ein Spiel nicht runter machen. Das ist ja eigentlich nicht mein Verlangen. Sondern ich zeige mir einen, ja, Livestreams und ja, also Let's Plays eher. Doch eher auch noch die Bugs. Weil ich eben auch Beta-Tester bin. Es ist halt so schade, wenn man einfach ja, merkt, ja, den Leuten gefällt das Video nicht so sehr. Und man versteht nicht warum. Man sieht nur, dass man entweder Dislikes hat oder sonst irgendwas als kleiner YouTuber. Aber versteht nicht wieso. Und scheinbar darf ich ja nichts mehr sagen. Also ich darf nichts mehr Negatives sagen. Heutzutage muss man ein Spiel feiern. Als Let's Player. Und das geht einfach gar nicht, finde ich. Also, ja. Man ist doch auch nur ein Spieler und, ja. Ist meistens auch ein bisschen verwöhnt und hat dann manchmal einfach nicht so gute Spiele. Also schon gute Spiele, aber auch dann einfach Probleme, weil die Spiele halt noch nicht so gefixt sind oder so. Grimdown ist ja schon echt gut überarbeitet worden. Gibt natürlich immer noch Bugs und so. Ich finde, Grimdown ist wirklich fertig. Da kann man sagen, es ist fertig. Und sie machen trotzdem immer noch weiter. Ich frage mich, wo ich jetzt hier zu Ding komme. Ah, hier oben. Ich bin ein Waypoint zu wenig weit hochgegangen. Wir müssen nach oben, nicht nach unten, stimmt. Okay. Da habe ich mich hier ein bisschen geirrt. Weil ich kenne die Anfangsgebiete nicht so gut. Ich bin eher einer, der schneller durch die Anfangsgebiete rast. Ruscht. So, dass ich gerade ein bisschen esse, habe ich ein bisschen tiefen Zucker wahrscheinlich. Das verstehen manche auch nicht, wieso ich da ja, einfach Probleme habe. Es ist einfach, weil die Ärzte es wollen, dass ich Probleme habe mit Zucker. Mit tiefen Zucker. Und dann kann ich natürlich auch nicht immer so konzentriert sein und so weiter. Also tiefen Zucker haben normale Leute, also nicht Diabetiker, nicht. Weil der Körper dann sofort wieder Zucker produziert. Also Glucagen. Und ja. Ich bin halt Sportler, bei mir geht schneller tief runter als hoch. Aber verstehen, wieso können Menschen einfach Leute nicht verstehen, wenn sie irgendwie anders sind?
Es wird immer kritisiert und ja. Seid froh, dass Menschen immer anders sind. Dass sie nie gleich sind. Und trotzdem, es wird kritisiert, was geht. Ja, der macht das falsch. Oh, der hat ein Problem. Hört auf mit dem. Es ist wirklich asozial. Die Leute werden heutzutage immer asozialer. Macht nicht mit. Es ist schon schlimm genug, da irgendwie auch ein bisschen ja, Akzeptanz zu bekommen, wenn man einfach das nicht will, dass andere Leute asozial sind und so. Scheinbar muss man asozial sein, damit man gut ankommt. Wenn ich fehle, also wirklich bescheuert. Ja, dann komme ich halt nicht gut an, aber ich bin trotzdem dann noch relativ normal und nicht abgehoben. Ist doch das Schnuppe, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht. Heutzutage muss ja jeder Erfolg haben, beim Job oder so, beim Zocken. Muss jeder Erfolg haben, jeder Speedrunnen oder ja, mega gut treffen können, mega Shooters oder so. Hey, da darf man nicht mehr normal sein. Man muss auffällig sein, man muss... Ja, scheinbar ist es wichtiger, dass man geizig und abgehoben ist. Die ganze Zeit sagt, ja, abonniert mich. Nein, es ist eben nicht gut, so auffällig zu tun. Aber scheinbar, ja, heutzutage muss man abgehoben sein. Asozial, fremdenfeindlich, egoistisch. Ja. Vor allem süchtig nach Geld, dass sie richtige Wollust haben. Scheinbar muss man so sein. Heutzutage kommt man sonst nicht mehr über die Runden. Wenn man normal ist, kommt man nicht mehr über die Runden. Man muss nach Geld schauen, nach Fans gieren. Das ist es heutzutage. Das ist einfach nur noch schlimm. Und ja, jedes Spiel will natürlich das Beste sein. Jeder Mensch will der Beste sein. Das ist schlimm geworden. Und ich bin mir in meiner lockeren Art dann plötzlich der egoistisch ist oder so. Verstehe ich nicht. Ich habe das noch nie gehört, dass ich egoistisch bin. Und jetzt plötzlich, oh, ich sei egoistisch. Wegen was? Ich habe doch nichts gemacht. Schauen wir mal kurz. Haben wir die jetzt bekommen? Oder haben wir die Quest nicht? Weil wir haben jetzt da irgendwie nicht gefunden. Ach man, das Spiel ist ein bisschen verwirrend am Anfang. Im zweiten Akt wird das Spiel eigentlich dann nicht mehr so verwirrend. Also ab dem zweiten Akt ist eigentlich das alles recht schlüssig. Aber der erste Akt ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Ich glaube, man muss zuerst hier rein. Und dann bekommt man den Typ. Aber ich habe ja jetzt die Rücken. Ich habe jetzt die Schultern neu bekommen, dann habe ich es schon abgeholt. Aber wir machen jetzt das trotzdem im Nachhinein noch kurz. Ja, ein Let's Play machen und nicht ein Let's Rush. Ja, und das Add-on habe ich so gefeiert, aber es war knüppelhart. Wir müssen schauen, wann wir das machen. Immer wieder ein bisschen weiter. Also immer, dass es optimal für uns ist, dass wir nicht zu schnell leveln mit dem Addon. Aber einfach so nebenbei machen, immer wieder weitermachen. Weil es ist wirklich ein tolles Gebiet. Aber manchmal echt knüppelhart mit diesen Pfützen, Giftpfützen, die einfach viel zu stark sind von diesen ja, Würmern und so weiter. Manche Gegner sind einfach viel zu OP. Man wird gezwungen, einfach eine gute Defensive zu haben. Und das müssen wir machen. Also, wir haben jetzt noch ein paar Schamanen-Skills, die defensiv sind. Ja. Also. Dann gehen wir jetzt. Warte, komm, nächsten Part, dann ins Gebiet vom Add-on. Hä?
Schau, dass ich jetzt auch wieder, ja, den nächsten Part relativ schnell wieder bringe. Es hat meistens ein bisschen schwer, alle drei Projekte momentan zu bringen und dann noch Minecraft im Hinterkopf zu haben. Und noch, ja, Transport Fever 2 zu bringen am 11. Ja, muss ich schauen, was ich dann öfters bringe und was nicht. Ihr dürft gerne sagen, was ihr öfters sehen wollt. Das mache ich auch. Einfach Kommentare schreiben. Kostet ja nicht viel Zeit. Ich bin eher auf Kommentare als auf Likes oder Zuschauerzahlen. Schreibt am besten Kommentare, was ihr denn gerne möchtet. Ich will ja auch, dass ihr das habt, was ihr sehen möchtet. Ja, zum Beispiel Last Epoch ist natürlich beliebter, weil es nicht so viele machen. Und zum Beispiel Champions of Regnum ist halt beliebt, weil es halt ein Spiel ist, das sehr sozial ist. Okay, auch so asozial ist beides. Was die Spanier, also die Argentinier, da manchmal machen mit mir, das ist völlig asozial. Aber die Deutschen sind eigentlich so schön, schön sozial, auch wenn ein bisschen faul halt. Ein bisschen demotiviert. Aber gut. Ist halt so. Ich habe auch nicht immer Lust zu helfen oder aus dem Weg zu gehen oder so. Sie warnen mich die ganze Zeit, nein, mach kein Warzone, aber ich bin so gut drin, dass ich eigentlich kaum sterbe. Ich habe einfach die Erfahrung noch. So von damals, als ich noch recht gut gelevelt habe und so. Heutzutage habe ich kaum Zeit zum Leveln. Es geht einfach viel zu lange, bis man hochlevelig ist. Das ist einfach gemein. Man wird dazu gezwungen, Item Shop zu nutzen, EXP Boosters zu benutzen und so. Ja. Oh, nochmals ein blaues Item. Das sind epische, oder was sind das für Items? Ja, epische. Da habe ich doch richtig erzählt. Ich dachte schon, ich hätte da im zweiten oder dritten Part das falsch gesagt. Epische seien dann die noch besseren, aber das sind die Legendaries, genau. Die lilanen. Aber ich finde irgendwie, die grünen sind meistens die besten Items, weil man bekommt eigentlich blaue Items über, aber kann sie wegen der Charakterklassen nicht nutzen. Okay, Stromschlagschaden ist aber irgendwie wichtiger als Blitzschaden. Ja, nehmen wir einfach mit, aber benutzen es nicht. Ja, die können wir noch nicht machen, die Sprengstellen. Die kann man dann, wenn man die ersten Sprengsätze findet, TNT findet. Und ja, ich mache es jetzt extra nicht. Ich könnte aus der Kiste natürlich die Sprengsätze holen, aber natürlich eher nicht. Ich will aber jetzt irgendwie hier nach rechts kommen. Also eventuell, ja, müssen wir schauen, dass wir dann halten, also die Nekromantin-Soldatin dann halt als Nebencharakter machen. Hä, wie komme ich jetzt hier? Hier oben durch, okay. Weil es ist momentan ein bisschen zu schwer hier. Wir bekommen einfach zu viel Schaden über. Wir haben noch nicht so Items, dass wir uns schützen können im Nahkampf. Deshalb wäre es vielleicht ein bisschen besser, wenn wir jetzt diesen Charakter hier weiterspielen. Ich weiß natürlich, dass der recht OP ist am Anfang. Später wahrscheinlich auch so mit 9 Totems platzieren. Stellt euch mal vor, wie viel Damage wir drücken können. Das ist einfach unglaublich, dass dieser Bild einfach mega OP ist. Und trotzdem nicht so defensiv ist, dass wir immer noch Probleme haben, damit der Defensive. Also ein Warden oder ja, diese speziellen Builds mag ich überhaupt nicht in den Spielen. Einfach zu OP ist, weil man nicht mehr sterben kann. Ist natürlich auch nicht gerade das Optima. Ich bin nie gerne Tank. Ich bin eher so der Support eigentlich. Oder eben der Damage-Dealer. In den meisten Spielen. Ja, das begrenzte Lager macht mir jetzt Probleme, weil hier gibt es ein Feuer-Damage schwer durch. Möchte ich eigentlich schon mitnehmen, aber ich nehme die nicht mit.
Nur das, was wir eigentlich jetzt immer brauchen, nehme ich am besten mit. Relativ viele Epic halt wieder verkaufen. Auch weil ich denke, ich habe sie schon irgendwann mal eingesammelt. Ich will jetzt nicht unbedingt so zwei, drei Mal das gleiche Item zum Inventar haben, also in den verschiedenen Charakterlagern haben. Ja, man muss schon sehr aufpassen, dass man nicht zu viel lagert. Ich bin halt einfach so ein Lager. Einer, der einfach alle Items haben möchte. So in Path of Exile, wo man da die Lager kaufen kann, ist das kein Problem. Aber ich bin auch nicht einer, der unbedingt Geld ausgeben muss für Lager. Ich habe ja schon irgendwie so 20, 30, ja, ich glaube 30 gekauft bei Path of Exile. Ja, und das beginnt ja auch am 13. oder so. Am Freitag. Nächsten Freitag, ja. Das sind 6 Tage. Ja, gut. Ich habe zu viele Projekte. Ich muss schauen, was ich mehr bringe, was weniger. Ja, jetzt haben wir hier nichts zum Skillen. Ich mache 2 Punkte hier rein. Ich muss noch ein bisschen mehr Damage haben. Und nochmal Geist. Ding der Vision haben wir keine Punkte geholt mehr. Doch einen haben wir noch. Hä, wo ich habe. Ah, dann habe ich noch nicht geskillt. Stimmt. Ja, wir müssen hier auf Tsunami gehen. Es wird sicher OP sein, Tsunami mit Blitztoten zu vernetzen. Und dann der Geist. Wie? Damage. Ah, nochmal ein. Stimmt. Den habe ich ganz vergessen. Der ist ja hier. Ui. Macht das Damage. Diese Großen haben extrem viel Leben am Anfang, wenn man noch nicht so stark ist. Aber der macht so viel Damage. Oh, und den haben wir auch bekommen nochmal. Wir müssen dann schauen, wer besser, welcher besser ist. Oh, der ist es, der. Dieses Stirnband. Wir schauen dann gleich nochmal noch kurz nach dem Part, also im Part noch. Aber der Boss ist jetzt wichtiger. Hallo! Uralter Schlurfer. Ui, macht das Damage. Die Gegner, die Bosse und so können nichts machen, weil sie auch verlangsamt sind. Glaube ich, oder so. Schauen wir gleich mal. Aber ungenau zielt ist dabei. Ist es im dritten? Irgendwie macht man Verlangsamung. Doch, es ist verlangsamt. Okay, tobender Sturm hat verlangsamt. Aber hier ist es nicht zu sehen. Verlangsamen ist natürlich sehr nett. Für Sturmtoten auch. Der hat, glaube ich, Kettenblitz. Irgendwie hat der Kettenblitz. Ja, der verdorbene Sturm müssen, dürfen wir nichts killen. Wir brauchen Blitzschaden. Pack des Sturmrufers da noch. Und hier bei Arcanist machen wir vor allem die Buffs und die Passiven an. Sind da Zaubergeschwindigkeit, Energiekosten. Wir müssen schauen, dass wir das so schnell wie möglich bekommen. Und ja, Geist. Mal gucken. Das Schild, ich weiß nicht, ob das Schild noch genug stark ist. Aber das Schild hat mir eigentlich immer wieder ein bisschen das Leben gerettet. Wenn Nahkämpfer hin teleportiert haben und so weiter. Ich habe übrigens ein recht beliebtes Video, so 7000 Aufrufe über einen Windteufel schon mal damals. Da habe ich noch nicht so gut geskillt natürlich. Aber da habe ich den eigentlich immer genutzt. Auch den Blitztoten. Sturmtoten, ne? Ja. Ich bin glücklich, also, dass ich den Bild immer noch recht gut Oh, spielen hello, kann. traveler. Bin jetzt noch nicht so viel gut gespielt, also. Ich habe eher so Dämonologist gespielt mit Okkultist.
oder Nahkampf-Schamanen gespielt. Nicht so oft Windteufel und Sturmtoten benutzt. Jetzt mal so richtig intensiv spielen, habe ich schon extreme Lust. Genau, was haben wir jetzt noch gesagt, wollen wir machen? Ah, genau, schauen, ob der Sturmreif besser ist. Weil den findet man natürlich öfters. Aber es ist auch ein gutes Item, für das es so oft droppt. Ja, das ist der Astralumhang. Okay, dann ist ja gut, dass wir den haben. Weil sonst hätte ich den irgendwo raussuchen müssen. Schaue ich gerade nochmal kurz. Ja, es ist wirklich nur der Sturm. Umhang. Astralumhang. Okay. So, ist ein bisschen umständlicher gemacht worden. Die können wir auch noch staunen. Das private Charakterlager. Das ist sehr, sehr, ja. Shared Stash, genau. Diamanten können wir schon mal reintun. Ah, Diamanten. Dynamit. Lauter Minecraft. Machen wir hier auch noch ein paar Heiltränke mehr. Ne, das brauchen wir nicht. So, die Schuhe. Physischer Widerstand ist natürlich schon wichtig. Ja, nutzen wir die Schuhe. Ja, 1000. Machen wir doch ein paar wieder rein. Komm, nutzen wir nur 41. Und ja, dann machen wir im nächsten Part weiter mit dem Add-on. Wie heißt es? Goats? Irgendwas mit Goats. Forgotten Goats, genau. Jo. Ja, viel Spaß noch mit anderen Dingen und ja, ein wunderschöner Tag. Tschüss.